Besser wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und ich sage diesen Satz jetzt schon zum 100. Mal. Tobias Kölsch ist mit mir hier im Studio und war auch bei unserer ersten Folge mit dabei. Vor 99 Folgen haben wir diesen Podcast angefangen. Vor 99 Jahren. Zwei Jahren. Es ist total toll, dass wir so weit gekommen sind, dass wir so viele Folgen machen konnten, dass ich so viele Folgen machen konnte, dass du, Tobi, auch schön jetzt hier bei dieser schönen Jubiläumsfolge dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Und ich möchte sagen, eigentlich hatte ich mir überlegt, was ich so alles sage. Und ein Punkt war, dass ich gedacht habe, ich könnte sagen, ich habe voll viel gelernt und ich sage jetzt gar nicht mehr so häufig wie am Anfang. Aber ist das so? Antworten auf diese Frage bitte an podcast@golem.de. Und der Podcast ist natürlich ein riesiger Erfolg. Wir haben, glaube ich, inzwischen 17 Abonnenten. Die können wir jetzt auch alle aufzählen. Die grüße ich jetzt alle einzeln. Also Stefan, Alex, Jenny, Christian mit der lieben Hörermail, Langzeithörer Michael Schmidt, der uns sowohl zu BTX als auch zu IBM in einer Mail zu seinen eigenen Erfahrungen berichtet hat. Ex-Kollege Sebastian Grüner, meine Schwiegermutter, Tobi guckt schon nach unten, okay. Also, ich weiß nicht genau, wie viele Abonnenten. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, du darfst auch jemanden. Bitte, Tobi, ist Nummer 100. Nein. Genau, also auf jeden Fall finde ich, dass wir eine tolle Hörerschaft haben und möchte mich also auf jeden Fall total dafür bedanken, dass ihr alle zuhört und uns die Treue haltet. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir das, also was heißt, ich habe mir gar nichts gedacht. Also nee, ich wusste überhaupt nicht, wie lange wir das jetzt. Genau. Wir haben einfach angefangen. Und wir kriegen aber immer mal schöne E-Mails, wo zum Beispiel uns gedankt wird oder wo auch tolle Ideen uns geschickt werden und wo die Leute auch mitunter so ein bisschen, also mitunter sind es auch schräge Sachen. Also einer hat zum Beispiel geschrieben neulich, wäre irgendwie besser, wenn ihr den Gast mal so ein bisschen besser vorgestellt hättet. Ich habe erst ganz am Ende mitgekriegt, dass das der und der ist. Also es handelt sich um einen YouTuber. Toll, am Anfang? Genau, und ich habe dann gedacht, habe ich das gar nicht so richtig erzählt? Und dann habe ich reingehört und dachte, hast du aber doch gemacht, habe ihn zurückgeschrieben. Und dann hat er mir netterweise zurückgeschrieben, ist okay, vergiss meinen Kommentar, ich habe es um 11 nachts zum Einschlafen gehört und habe das gar nicht mitbekommen. Sehr schön. Klassiker. Dann danken wir Dodger vom CCC, der hier Gast war in diesem Podcast. Ich habe schon wieder M gesagt. Jetzt fällt es mir auch total auf jedes Mal, oh Gott. Den danken wir, und zwar, weil er uns seinen CPC vermacht hat nach der CPC-Folge, Tobi. Das war ein ziemlich dolles Ding. Da hat er mir danach geschrieben und meinte, und ich muss dir sagen, alle, die die Folge nicht gehört haben, bitte diese Folge hören zum CPC. Ich habe den CPC jetzt noch eine Weile benutzt und ich muss dir sagen, es ist so geil. Es ist so viel besser als jetzt. Rede. Ja. Ich hatte vergessen, wie gut das ist. Denn wenn du in Basic einen Fehler hast, dann listet er dir die Zeile auf und zeigt dir, wo er diesen Fehler vermutet. Und wenn du dann anfängst zu tippen, dann schiebt er den Text nach hinten, von magischer. Das auf dem CPC kannst du alles vergessen. Und dann habe ich eine Textverarbeitung aufgemacht und plötzlich hast du 40 Zeichen, 80 Zeichen, so viele Zeichen, wie du willst, pro Zeile. Habe ich immer gesagt. Allerdings besonders toll, auch diese Textverarbeitung hat mich erst total beeindruckt. Und dann habe ich kurz nachgelesen. Leider reicht der Speicher nur für 3 Seiten Text. Naja, mehr brauchen wir noch nicht. Kurz fassen, ja. Druckst du halt aus und schreibst die nächsten 3 Seiten. Dann danke an Steffi, die uns auf der Marketingseite unterstützt und das Projekt von Anfang an begleitet hat. Dann danke an dich natürlich, Tobi, und die anderen Redakteure, die hier mitgewirkt haben, an alle Gäste und Gastgeberinnen. Also Leute, die mich auch dann aufgenommen haben und in deren Küche oder Museumszimmer oder wo auch immer ich sitzen durfte und hoffentlich noch sitzen darf. Dann wollte ich sagen, eine einzige richtige Panne hatten wir, wo wir einen Podcast nochmal aufnehmen mussten. Das war der, kannst du dich erinnern? Ja. Da warst du auch mit bei. Ja. Das war der, wo ich geprahlt habe, dass wir noch nie eine Panne hatten. Ja. Und dann, ansonsten, die Audioqualität war manchmal ein bisschen mies, aber je nach Location ist das halt so. Man muss aber auch sagen, dass wir ja auch jetzt anders arbeiten als am Anfang. Vollkommen. Am Anfang war ja Corona und wir haben alle komplett remote gearbeitet und das quasi alle zu Hause aufgenommen und dir dann geschickt und du hast das zusammengesetzt. Das war ja auch von der Interaktion her eine ganz andere, als wenn man sich wie jetzt gegenübersetzt. Das stimmt. Ursprünglich war das Konzept von dem Podcast, Tobi, falls du dich erinnerst, weiß nicht, wie wir damals darüber geredet haben, einen Podcast zu machen, wo man eigentlich die ganze Zeit abschweift, wo man das angekündigte Thema eigentlich kaum touchiert. Was wir jetzt zum Beispiel gerade überhaupt nicht machen. Weißt du, das ist mein Traum seit Anfang an und jetzt machen wir das endlich. Und so Vielleicht nur kurz für unsere Zuhörer, wir haben ein Thema für heute. Ja.
ist es noch nicht vorgekommen. Nee, also ich schätze, also ich mal auf die Uhr, also in 40, 50 Minuten kommen wir dann dazu. Nein, wir kommen gleich dazu. Aber ich wollte das halt nur, weil das halt so eine schöne, ein schöner Anlass, um mal so darüber zu reden. Und, aber ich glaube, im Nachhinein wäre dieses mit dem Abschweifen auch so auf lange Sicht nur für uns cool gewesen. Das ist für die Zuschauer ja nicht. Ich glaube schon, dass das cool sein kann, aber das Problem ist, das kann ich mit dir super machen, weil du auch so einfach wie ich in Teilen, einfach wir haben so viel nutzloses Wissen über so viel Kram. Also bitte. Dass wir das easy machen können. Aber wenn ich jetzt jemanden besuche in irgendeinem Museum oder so, dann kann ich das nicht bringen. Du musst die Leute ja total vorher briefen. So. Also insofern, ja. Vielleicht können wir uns merken, können wir das vielleicht mal so als Sonderausgaben machen. Ich habe mir vorher schon aufgeschrieben, nutzloses Wissen. Pass auf, Tobi. Vielleicht weißt du es. Bevor es in der Audiotechnik war, also im Podcast musst du ja immer so, hast ja diese Fader an deinem Mischpult, wo du so hochschiebst. Und du hast ja nicht immer so eine Fader gehabt, die du so hoch und runter schiebst. Du hast vorher Drehknöpfe gehabt, was irgendwie nicht so geil ist. Und jemand hat dann aber diese sogenannten linearen Fader erfunden. Und ursprünglich waren die nach unten hin offen. Also heute kennt man das, wenn du ein Audiomischpult vor dir hast, dann ziehst du den nach oben, dann ist der Kanal offen, richtig? Ja, aber früher waren die nach unten, war es genau umgekehrt. Und da guckst du. Das wusstest du nicht, oder? Nee. Und der Grund war zum Beispiel, wenn du dir eine Orgel vorstellst, was damals halt so ein Anhaltspunkt war, ein Instrument, was lauter und leiser sein konnte, diese Register hast du rausgezogen, wenn du zu dir gezogen hast, dann wurden die lauter. Und dann kannst du dir ebenfalls als überlegen, was man damals gedacht hat, was der Erfinder gedacht hat, war, wenn Dinge näher an dir dran sind, dann sind sie lauter. Und deswegen ergibt es auch so einen gewissen Sinn. Und es hat einen super praktischen Vorteil, den heutige Mischpulte nicht mehr haben. Was passiert ist, wenn du dich aufs Mischpult lehnst, und das ist jedem Menschen, der mit Audio zu tun hat, mal irgendwann passiert, ist, dass du aus Versehen den Fader öffnest. Naja. Das kann ja da nicht passieren. Du kannst höchstens einen zumachen. Das ist eine hervorragende Überleitung zu unserem heutigen Thema, Orgeln. Ich habe gerade überlegt, wo das hingeht. Nee, keine Angst. Wobei, wir hatten ja schon mal Synthesizer. Wir hatten mehrere Sachen zu Synthesizern. Es wird auch noch mehr kommen. Oh, ich weiß nicht genau, bevor wir jetzt tatsächlich loslegen, ob ich noch ein bisschen Ausblick geben sollte in den nächsten 100 Folgen. Also ich weiß, dass demnächst tatsächlich noch mal was zu einem sehr obskuren Instrument kommen wird. Auch zu anderen Musikinstrumenten wird noch was kommen. Zu Fernsehen, Retro-Technologie natürlich als solches. Und dabei fällt mir natürlich wieder ein, der Aufruf, Themenvorschläge und auch Leute, die ich mal besuchen könnte oder so. Schreibt uns das ruhig an podcast@golem.de. Und ja, damit sind wir jetzt tatsächlich beim heutigen Thema. Smartphone. Lass mich dir zum Einstieg drei Fragen stellen. Okay, Einstieg drei Fragen. Pass auf. Ja. Wenn du so überlegst, wenn du so Freunde von dir fragst, die du jetzt nicht als, sag ich mal, tech-savvy, wie man so schön sagt, beschreiben würdest, also die jetzt nicht so viel Ahnung von Technik haben, wenn du die fragst, welches war das erste Smartphone? Was glaubst du, kriegst du dann für eine Antwort? So von Leuten, die so... iPhone, denke ich. iPhone, genau. Ja, würde ich sagen. Genau. Ja. So, jetzt stellst du die gleiche Frage Freunden, die vielleicht so in unserem Alter sind, unsere Generation geboren, so Ende der 70er, Anfang der 80er, die also die 90er und 2000er so durchgemacht haben. Wenn du die fragst und die sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit Technik aus, wenn du die fragst, was war... Wenn es das iPhone nicht ist, deiner Meinung nach das erste Handy, was man so als Smart oder Smartphone bezeichnen könnte? Ich glaube, da werden die Antworten wahrscheinlich mehr variieren. Aber wahrscheinlich wird es irgendein Nokia-Gerät sein. Ich dachte an Nokia Communicator. Ja. Nokia Communicator. Ja. So, wenn ich jetzt dich frage. Wenn du mich fragst. Ich frag dich. Du fragst mich, welches Tobias, ist das erste Smartphone? Tobias Kölsch, deines Zeichens auch Beauftragter für Mobile und Smartphone bei golem.de, wer das nicht weiß. Was ist deiner Meinung? Was ist denn das erste Smartphone? Das IBM Simon. So, pass auf, jetzt hast du das gesagt, jetzt fragst du mich. Welches ist deiner Meinung nach das erste Mal? So, meine Meinung zählt da gar nicht, weil ich hätte bis vorhin oder bis relativ kurzer Zeit auch gesagt, okay, natürlich das IBMs, also dieses Simon-Dingensbummens, wobei das damals noch nicht Smartphone hieß, weil das ist nämlich die nächste Frage. Smartphone ist ja auch wieder so ein Definitionsding, ne? Es fehlt aber witzigerweise komplett in unsere Definition von Smartphone. Es tut es auf jeden Fall, aber das hieß natürlich nicht so. Nee. Das erste Smartphone, da kommen wir nachher noch zu, was so hieß. Aber pass auf, das erste Smartphone wiederum. Ganz anderes. Ist tatsächlich was anderes. Ist nämlich ja kein Mobiltelefon.
Das war das. Zählt ja nicht. Das Glühphone von Bell Labs, Tobi. 1984 hat jemand namens Dr. Norman Petty das Ding vorgestellt. Und es hatte tatsächlich Stimme, Daten und Videotelefonie und einen Skriptspracheninterpreter namens Nautilus, mit dem man Apps schreiben konnte. Ich meine, ich möchte nicht sehen, wie die aussehen. Wahrscheinlich eine Echtzeituhr oder überhaupt eine Uhr, die man dann einblenden kann. Aber es hatte irgendwie alles und es sieht sehr, sehr merkwürdig aus und war natürlich nur ein Prototyp, muss nie auf dem Markt. Also wie unsere Zuhörer vielleicht schon gemerkt haben, Thema heute sind frühe Smartphones. Ja, und dazu gleich der Disclaimer, wir können natürlich keinen allumfassenden Überblick geben. Wir haben auch selber beide festgestellt. Wir haben so ein paar rausgepickt, ja, die wir, cool die wir als, sage ich mal, elementar in der Entwicklung empfinden. Und ich sage nur noch kurz, das Wort Smartphone tatsächlich, bevor du jetzt den Simon machen wirst, Simon Says, das Wort Smartphone ist tatsächlich anscheinend um 95 erstmal so aufgekommen, um ein Gerät von AT&T zu beschreiben. Das hieß Phone Writer Communicator. Es sieht genauso aus, wie es sich anhört. Es ist einfach ein komisches Tablet. Also es wurde später auch das erste wirkliche Phablet genannt, was auch irgendwie untergegangen ist. Aber ja. IBM Simon. IBM Simon. Der IBM Simon ist insofern interessant, als dass er schon 1994 veröffentlicht wurde. Also noch 2 Jahre, glaube ich, vor dem Nokia Communicator. Ja. Der ist, glaube ich, 96 die erste Version rausgekommen. 94. Und dass er nach der Definition, die wir auch heute noch bei Golem benutzen, tatsächlich ein Smartphone gewesen ist. Und zwar ein wichtiger Teil der Definition von einem Smartphone bei uns ist nämlich, dass man nicht nur die vorinstallierte Software benutzen kann, sondern auch Software herunterladen oder aufspielen kann. Nach dieser Definition ist übrigens das allererste iPhone kein Smartphone, nee, weil das noch keinen App Store hat. Aber das war halt so eine Sache, weil es gab ja, also Mitte der 90er gab es ja auch PDAs schon und sowas, aber PDAs hatten dann halt in der Regel keine Telefoniefunktion. Bei vielen PDAs war das jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie groß Software installieren konnte, bei einigen schon, bei anderen nicht. Aber was halt gefehlt hat und was die Idee hinter dem Simon war halt so, dass du dieses eine Gerät hast, womit du die üblichen PDA-Funktionen hast, also Kalender, Telefonbuch, also Adressbuch, was ja damals noch wichtig war, Notizen, Uhr, Weltzeituhr. Wobei du sagst, die üblichen, also 94 war nichts davon üblich. Das war schon ein knalleres Ding. Mit Stylus Texteingabe. Und nur, dass der halt anders als andere PDAs sowohl telefonieren konnte, als auch Faxe empfangen und E-Mails verschicken konnte. Wie sah der aus? Der sah aus, also im Grunde, das ist halt das Interessante, vom Formfaktor sah der halt aus wie so ein frühes Mobiltelefon, also ein länglicher Knochen. Nur, dass er auf der Oberseite ein längliches, langgezogenes LCD hatte. Das Witzige, finde ich, ist, dass das Format, das Displayformat ist im Grunde so wie beim Nokia Communicator, nur dass man den halt aufgeklappt hat. Also diese Idee, dass man so ein 16:9 Display hat oder sowas, das war halt auch technisch noch nicht möglich vielleicht. Oder auf jeden Fall. Oder sie haben nicht dran gedacht, es hat schon eher eine Telefonform, eine Mobiltelefonform, nur dass du dann halt oben drauf halt statt einer Tastatur und einem kleinen Display hast du halt ein langgezogenes. Das hatte gar LCD. Keine Tastatur? Ich meine, dass es keine Tastatur hatte. Das hast du alles über das Display natürlich schwarz und weiß. Also genau, schwarz-weiß, resistiv. Ja, also, grün und dunkelgrün. Genau, grün und dunkelgrün. Die Idee zum Simon kam einem IBM-Entwickler, der auch entsprechend als Vater der Smartphones bezeichnet wird, Frank Canova. Ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mal gehört den Namen. Frank Canova war Entwickler bei IBM und der hat festgestellt, so Anfang der 90er, dass so die Chips, die man so dafür bräuchte, zu dem Zeitpunkt alle so klein waren, so klein geworden sind, dass man das eigentlich schon alles in ein Gerät packen konnte. Und er hat 1992 einen Prototypen entwickelt, der kam sehr gut an. Auf der Comdex hieß die, glaube ich, damals. Das ist so der Vorgänger von der CES, also auch in Las Vegas. Hat sich so gut rumgesprochen auf der Messe, dass er am nächsten Tag
auf der Frontseite der USA Today zu sehen war mit dem Gerät. Also es ist mega gut angekommen, weil so diese Idee, Büro unterwegs, dass man Faxe unterwegs versenden kann, war damals der absolute Knaller. Also das ist ja nicht vorstellbar für Leute, die die Zeit nicht erlebt haben, aber in den 90ern, vor allen Dingen Anfang der 90er, war halt E-Mail noch nicht so verbreitet und Fax war der absolute Knaller, besonders wenn man es unterwegs machen konnte. Die Idee kam gut an und haben sie dann zu Ende entwickelt bei IBM. Und gebaut hat es Mitsubishi Electric, die damals schon PDAs gebaut haben. Die hatten das Wissen, die konnten das bauen. Das ist, sind auch alles mehr oder weniger Teile von, viele Teile von Hitachi drin, von Sony. Also ein sehr japanisches Produkt. Und das Unternehmen Bell South gab ihm dann den Namen Simon. Und der kam dann 1994 auf den Markt. Und zwar im August 1994. Und wie lange, glaubst du, war er am Markt? Na, war er denn erfolgreich? Ich weiß gar nicht, war der erfolgreich? Also, die einen sagen so, die anderen sagen. Ah ja, dann war er kurz am Ende. Ja. Also August 94 ist er auf den Markt gekommen und Februar 95 wurde er eingestellt. Oh Mann. 50.000 Units haben sie was absetzen der können. Der Preis war hoch. mit Vertrag damalige 900 US-Dollar, was heute 1.900 Dollar sind. Und ohne Vertrag 1.100 US-Dollar, was heute 2.330 Dollar sind. Also ein halbes iPhone in einem Jahr. Okay, aber pass auf. Aber halt 94, ich wollte gerade sagen. Stell dir vor, du hast 94 ein Gerät, womit du halt alles machen kannst. Ja. Also wie gesagt, neben Telefonaten. Das ist kein Massenprodukt, aber niemand hatte, da muss er überlegen, niemand hatte damals ein Mobil, also die meisten Leute hatten kein Mobiltelefon zu der Zeit. Und wenn du dann so ein Gerät bekommst. Aber sie kamen und das war das Problem vom Simon. Also ich glaube, es sind zwei Probleme. Zum einen, dass es halt doch eine, ich sag mal, es ist jetzt kein Massenmarktgerät, weil jetzt ein 15-jähriger Teenager oder eine 25-jährige Studentin oder auch 30-jähriger Lastwagenfahrer braucht halt unterwegs kein Faxgerät. Das Ding war halt auch nicht besonders klein. Wie ich schon gesagt habe, es war ein ziemlicher Ziegelstein. Die Akkulaufzeit war eine Stunde. Ein weiteres Problem. Aber es konnte halt Fax, E-Mail, Pager. Es war auch ein Pager. Und dazu halt noch die PDA-Funktion, Kalender, Adressbuch, Taschenrechner, Notizbuch. Die Sache ist, was ein Problem war, ist, dass zu der Zeit so die Klapphandys, die ersten Massenmarkt-Klapphandys auf den Markt kamen, die natürlich zusammengeklappt viel kleiner waren, die längere Laufzeiten hatten. Ich erinnere mich an dieses an das Motorola StarTech. Ja. Großartiges, das war, glaube ich, sogar noch vor 94. Es gab mehrere Versionen. Da sind schon die Nachfolger gekommen, die schon deutlich kleiner waren. Ja. Und die Sache ist, wo ich glaube ich, wo ich mir vorstelle, wo, glaube ich, das Problem ist, wenn du so ein Normalnutzer bist, dann wolltest du, glaube ich, eher ein kleineres Telefon. Und wenn du PDA-Funktionen haben wolltest, hast du dir halt noch ein PDA geholt. Das war zusammen, glaube ich, immer noch kleiner als dieser Simon-Knochen und hatte halt beides eine längere Akkulaufzeit von einer Stunde. Und wahrscheinlich hast du für den Preis eines Simons ein Handy und ein günstiges PDA bekommen. Das war halt so ein bisschen das Problem von dem Ding, dass es halt schon ein sehr nischiger Markt war für Leute, die halt alles in einem Dings wollten. Aber da muss man halt auch sagen, Leute, die sowas in einem Paket für unterwegs haben wollen, was sollen die mit einer Stunde Akkulaufzeit? Und der Akku war nicht wechselbar. Du musstest es auf eine Ladeschale legen. Also das hat sich, war vielleicht auch technisch nicht anders möglich, aber die haben sich da so ein bisschen im Kreis gedreht mit der Zielgruppe. Na, warte mal, was hast du gesagt? Wann hat er das zum ersten Mal gezeigt? Gezeigt 92. Und dann haben sie es rausgebracht 94. Gut, jetzt, das ist auch, finde ich, für die damalige Zeit. Und wenn es nicht irgendwas gibt, worauf du dich berufen kannst und wo du sagen kannst, das haben wir alles schon tausendmal gemacht und IBM war ja kein Hersteller, selbst Mitsubishi als, sagen wir mal, als Partner, dann ist es ein relativ kurzer Entwicklungszyklus, finde ich. Und dann hast du ein Produkt, was wahrscheinlich nicht halbes und nicht ganzes ist und wo sie eben gehofft haben, dass es sozusagen so ein Zündfunke ist. Und der hat sich nur woanders leider entzündet dann. Anderes Problem war auch, zu der Zeit waren Mobilfunkverbindungen noch unfassbar teuer. Das ist der Punkt. Das kam noch dazu, weswegen es, was ich sehr großartig finde, als Zubehör ein RJ11-Adapter gab, womit du das Ding zu Hause an deine
an deine normale Landline, an deine normale Telefonsteckdose anstecken konntest. Und dann konntest du es zu Hause als normales quasi über deinen Telefonanschluss nutzen. Es gab als Zubehör auch natürlich Verbindungskabel mit dem Computer, so wie damals auch schon bei PDAs üblich, dass du da Sachen synchronisieren konntest. Und was ja das ziemlich Besondere war, was es dann halt auch zum Smartphone gemacht hat, eine PC-Card-Unterstützung. Du konntest das hat dann auch so ein bisschen den Faktor bedingt. Du konntest PCMCIE-Karten verwenden. Und es gab ein Programm, was von einem Dritthersteller hergestellt und zur Verfügung gestellt wurde. Ist eine relativ kleine zusätzliche Programmauswahl, aber immer noch mehr als beim ersten iPhone. Was war das denn für ein Programm? Das Programm nannte sich Dispatch It und war einer der ersten Remote-Desktop-Anwendungen. Aber das ist schon und, echt aber pass geil. Auf. Weil, guck mal, pass auf. Okay, warte. Soll ich dir den Preis sagen, bevor du dich begeisterst? Ja, sag mir den Preis. Also, das Programm hat damals $3,000 gekostet, was heute 6.350 sind. Moment, und das war die Server, also die Client-Anwendung. Für jeden Simon musstest du nochmal $300 zahlen, also nochmal $635. Aber wie gesagt, zeigt auch wieder, auf was das Gerät zugeschnitten war. Es war ein Nischenprodukt, ja. Es war ein Produkt für professionelle Nutzer. Im Privatsektor waren dann einfach die Flipphones zu stark und ich glaube auch, dass dieses Gesamtkonzept halt relativ schnell von der Zeit überholt wurde, weil die 90er haben doch eine sehr rasante Entwicklung gesehen, wenn man bedenkt, dass, und das ist eine schöne Überleitung gleich zu dir, der Nokia Communicator nur 2 Jahre später herausgekommen sind. Und wenn man den Simon, wir haben ja in den Shownotes, haben wir ein paar Informationen zu den Geräten und auch Bilder. Wenn man sich mal anschaut, wie der Simon aussieht im Vergleich zum ersten Nokia Communicator, der ja nur 2 Jahre später rauskommt, dann finde ich, sieht man sehr, dass der Communicator von einem Unternehmen gebaut wurde, was sich mit Telefonen auskannte. Und der Simon von IBM, die sich überhaupt nicht mit Telefonen oder auch PDAs oder so auskannten, sondern halt mit klobigen Rechnern oder ziemlich genialen Notebooks, ja. Aber ich finde, da sieht man schon einen Unterschied auch, natürlich Communicator zum Aufklappen und sowas, das waren dann alles Sachen, die nur 2 Jahre später erschienen sind. Und der Simon wurde so ein bisschen, der war ein bisschen zu früh dran vielleicht auch. Also ich weiß nicht, vielleicht wenn sie es 2 Jahre später rausgebracht hätten, in einem kleineren Formfaktor, mehr für den Massenmarkt gedacht, wäre es vielleicht mehr draus geworden. Aber so steht der Simon in der Geschichte als erstes Smartphone, das kaum noch einer kennt, außer Nerds wie wir. Sehr schön und die Überleitung war natürlich auch fantastisch, als hätten wir uns mal abgesprochen. Ja? Das ist völlig erneuert in diesem Podcast. was ich sagen wollte, ist, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass das sich an ein professionelles Publikum richtet, trifft auf so ziemlich alle frühen Smartphones zu. Weil die Leute waren damals schon begeistert. Arschteuer. Genau, Kostenpunkt und alles. Und vor allen Dingen die Daten. Man darf auch nicht vergessen, man hat sich damals als normal nutzende Person jetzt auch nicht vorgestellt, was machst du alles mit dem Telefon, sondern allein der Punkt, dass du von unterwegs telefonieren und schreiben konntest, war ja schon Feature genug. Was brauchst du denn da noch? Also man darf ja nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht mal MP3s. Also die Anwendungszwecke für die normalen Nutzerschaft, wie Medienkonsum oder so, waren null gegeben. Es ist ja auch interessant, ist halt auch, dass diese Angewohnheit, nenne ich es jetzt mal, Leute von unterwegs anzurufen oder zu texten, sich ja auch erst entwickelt hat im Laufe der Zeit, wie diese Geräte rausgekommen sind. Und die Verträge billiger wurden. Es ist ja nicht so, das ist das, was du gerade gesagt hast, worauf du gerade raus wolltest, glaube ich. Es ist nicht so gewesen, dass Millionen Leute Anfang der 90er unterwegs standen und sagen, hätte ich jetzt mal ein Telefon dabei, ich würde jetzt gerne schnell eine Nachricht schreiben, sondern das war umgekehrt. Die Geräte sind für, wie du gesagt hast, für Leute, die das halt tatsächlich brauchen, die in der Regel Geschäftsleute waren, rausgekommen oder auch im Bereich Rettungsdienste und sowas, die hatten ja schon immer waren so unterwegs erreichbar und das hat sich dann so ein bisschen erweitert und ging dann so in den normalen Markt und dann hat sich erst diese Angewohnheit überhaupt entwickelt und dadurch die Notwendigkeit halt irgendwie immer erreichbar zu sein und so wie heute, dass man dann halt, wenn man sich in die Bahn setzt, zieht man halt das Handy raus und dödelt eine halbe Stunde am Handy rum, bis man da ist. Das ist ja nicht, dass der Markt das erfordert hat, sondern
das wurde dem Markt quasi obtruiert. Jetzt werden wir richtig politisch. Ja. Oh mein Gott. Du hast die Überleitung hast du schon gemacht. 96 kam tatsächlich der Nokia 9000 Communicator raus und der war ebenfalls, wenn wir die Äußerlichkeiten beschreiben, einfach ein Ziegelstein mit dem Gewicht eines Ziegelsteins. 400 Gramm brachte er auf die Waage und hatte ein innenliegendes Display. Das ist nämlich der große, das ist der große Unterschied, ist, dass die Communicators von Nokia immer Aufklapptelefone waren. Das heißt, man hat draußen ein Telefonteil, wo man auch eine ganz normale Telefontastatur hat. Und wenn man den aufklappt, dann kommt nämlich, es ist wie ein winzig kleiner Laptop. Ich fand das damals schon fantastisch. Echt toll. Also ich fand das einfach gut gemacht einfach auch. Also kein Wunder, dass die Dinger so erfolgreich waren. Und der kostete damals 2700 Deutsche Mark, was auch jetzt nicht gerade ein Schnäppchen war. Und kam ganz regulär in den Handel. Und wie du schon gesagt hast, im Unterschied zu IBM war Nokia damals schon ein gesetztes Unternehmen, was Telefonie und eben gerade auch besonders jetzt Mobiltelefonie, also ich meine, die haben alles Mögliche hergestellt. Ich weiß, mein Bruder hat einen Fernseher von denen. Mhm. Und so, aber zu dem Zeitpunkt war irgendwie die, haben wir nicht einen Podcast zu Nokia? Ja, wir haben einen Podcast zu Nokia. Mhm. Ja, verweise ich drauf. Zu dem Zeitpunkt war also eben auch schon klar, wo sich dieses Unternehmen hinbewegen wird, mit ziemlicher Sicherheit. Und das heißt, da haben sie auch wirklich alles reingesteckt. Und dann war das so ein Leuchtturmprodukt. 640x200 Pixel Auflösung, monochromes Display, wie alle damals fast. Aber schon allein die Auflösung, also wenn man sich überlegt, damals hatte einen Desktop-Monitor teilweise 640x480 als. Auf der kleinen Fläche war das schon echt gut. Und Faxe waren ebenfalls möglich und E-Mails. Adressbuch, Terminkalender, was man halt da irgendwie also braucht. Im Grunde tatsächlich das gleiche Konzept wie der Simon, halt nur 1000-mal besser. Ja. Und damit, also zumindest so erfolgreich, dass es dann Nachfolger gab. Aber was ich nicht vergessen darf, ist zu sagen, dass zu dem Zeitpunkt dann jemand ein Telefon rausgebracht hat und es Smartphone genannt hat, Tobi. Wie frech. Mhm. Und das war Ericsson. Die haben tatsächlich ein Telefon vorgestellt, zur exakt gleichen Zeit, das GS88. Und es ist vom Konzept so ein bisschen ähnlich wie der Communicator. Aber sie haben halt nur 200 Prototypen gebaut. Und sie haben es halt aber Smartphone genannt. Mhm. Und das ist aber dann natürlich, das ist jetzt nicht der Urahn aller unserer Smartphones, sondern es sieht ganz schlimm aus. Es sieht wirklich ganz schlimm. Ericsson halt. Ich kann das dir ja mal fix zeigen. Ich drehe jetzt hier mal den Bildschirm ein bisschen rum. Wenn es jetzt raschelt, nicht wundern. Ach du Scheiße. Ja, genau. Wir verlinken das in den Shownotes. Es sieht halt einfach aus, als hätte jemand ein Telefon an irgendwas anderes rangeschweißt und irgendwie wäre drüber gefahren oder sieht wirklich ganz schlimm aus. Also, ja, das haben sie allerdings weiterentwickelt. So, aber wer sich auch weiterentwickelt hat, war Nokia und die haben dann das 9110 rausgebracht. Also der erste Communicator hieß 9000, der nächste hieß 9110 und wurde ab 99 gebaut bis Mitte 2000. Der hatte, ich weiß gar nicht, ob der erste tatsächlich externe Apps hatte, aber der zweite hatte definitiv ein MMC-Kartenlaufwerk, was damals ein Multimedia-Kartenstandard war und konnte externe Programme installieren. Und das Ding war dann nur noch halb so groß und halb so schwer. Standby-Zeit, fast eine Woche mit GSM. Also die hatten damals, also Nokia hatte den Vorteil, dass sie tatsächlich funktionierende Telefone hatten, die sie dann mit dem Smart-Teil kombinieren konnten. Das ist eben eine Besonderheit der Nokia Communicators bis in die letzten Serien, ist, dass es sich eigentlich auch nur um zwei Geräte handelt, die sie irgendwie mit Tesacrep schön zusammengeklebt haben. Nämlich der Frontteil, das Telefon, hatte bis in die späten Serien faktisch keine wirkliche Verbindung zum Innenteil. Was so ein bisschen schräg ist, aber ich muss sagen, als Communicator-Nutzer, mir ging das eigentlich nicht so sehr auf den Nerv. Ich weiß halt nicht, das ist halt die Sache. Wir haben jetzt mehrere von diesen Geräten hier liegen und unter anderem haben wir den Nachfolger vom 9110 hier, das 9210. Tobi, du bist Keyboard-Fan. Du darfst jetzt mal diese Tastatur benutzen. Du meinst, ich muss? Ja, ja. Ja, ich sag mal, wenn man halt dieses Thumping, also mit zwei Daumen macht. Also wenn ich die jetzt so ad hoc benutze, habe ich das Gefühl, dass ich immer 5 Tasten auf einmal drücke. Aber gut. Nimm mal bitte das andere, da müsste noch ein Communicator liegen. Das ist der 9300 und versuch mal dessen Tastatur. Der ist ein bisschen kleiner, da kommen wir gleich noch zu. So, welche Tastatur findest du besser? Die von dem neueren. Echt?
Bei mir war es genau andersrum. Also ich muss dazu sagen, ich hatte dann die den... Die neueren hat nicht so einen schwammigen Anschlag. Die ist schwammig, die ist total schwammig. Die 9210-Tastatur, also genau, nach dem 9110 kam das 9210. Das war dann das Ding, was tatsächlich durchgestartet ist. Das hatte einen Farbbildschirm im Innenteil und hatte irgendwie 65.000 Farben und hatte ein Farbdisplay auch außen. Keine Kamera, eine Ausklappantenne, wie es damals noch üblich war. Das war dann ab 2001 auf dem Markt. Und die Sache war halt, dass sie umgestiegen sind. Lustigerweise hatten tatsächlich die frühen Communicator X86-Chips drin. Mhm. Und dann sind sie zu ARM umgestiegen und haben das 9210 rausgebracht. Und ich hatte immer nur ein 9210. Es gab aber auch ein 9210i. Und ich war damals der Meinung, mein 9210, also das war mein tatsächlich erstes Smartphone, muss ich sagen, dass das eigentlich ganz cool war. Es war schnell und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt gerade nochmal gelesen, ich scheine da irgendwie in meinen Vergangenheitsdingern, bei allen Sachen, die ich gelesen habe, über Telefone, die ich schon hatte, steht immer drin, oh, lahm und Misty. Und ich denke mal, Mann, ich fand das damals so toll. Aber man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, dass man damals halt so ein bisschen langsamer gewesen ist. Ja, oder vielleicht einfach nicht dran gewöhnt war, dass nee, die Dinge absolut überhaupt so waren. Farbbildschirm mit Opera. Das Ding hatte einen Browser drauf. Und was du vorhin gesagt hast, also ich war tatsächlich, ich war jetzt kein Business-Typ oder so, aber ich habe damals schon in der Redaktion gearbeitet und ich weiß, dass ich das total fantastisch fand, dass ich in einer Stadtverordnetenversammlung saß und einen Sprechtext per Fax in die Redaktion geschickt habe vom 9210 aus. Weil das hatte auch... Also die ersten Datenraten von den Dingern waren natürlich unterirdisch. Also das 9110 hatte zum Beispiel 14,4 Kbit pro Sekunde. Das 9210 hatte dann schon 43 Kbit pro Sekunde, was trotzdem nicht ausreicht. Also man hat dann lieber einen Fax geschickt, anstatt eine E-Mail, weil, also ich jedenfalls. Und selbst die Anbindung an den Computer war entsetzlich. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen. 20 Megabyte. Also was natürlich auch eine große Menge an Daten damals war. 30 bis 40 Minuten, um die auf diese Karte zu ziehen. Ja, war jetzt schneller als ein Download. Ja. Ja. Vor allem mobil hättest du das damals, hätte ich einfach ruiniert. Das war die Zeit, für unsere Zuhörer, die es nicht erlebt haben, wo viele Handys so eine Internet-Taste hatten, wo man dann den Browser... Und wenn man da aus Versehen draufgekommen ist, dann ist die... Hölle zugefroren. Da muss man möglichst schnell wieder da rauskommen, bevor es irgendeine Verbindung aufgebaut hat, was irgendwie gleich so mehrere Mark gekostet war, hat. Ich meine, eine SMS hat 30 Pfennig oder Cent oder irgendwas gekostet. Ja. Es gab also was aber tatsächlich dann der Fall war, war beim 9210, dass der ein bisschen so in Richtung Medien dann auch ging. Also einerseits durch diesen Browser, diesen Opera-Browser, den sie später hinzugepackt haben. Außerdem gab es eine externe Kamera, die einfach aussieht wie ein Spielzeug. Die hieß Concord IQ oder so. Völliger Fantasiename. Mit 640x480 Pixeln, also selbst damals schon jetzt auch nicht so tiefe Auflösung vom Display. Und unser Kollege Ingo Bakalski hat natürlich den Communicator getestet. Und pass auf, am Ende sagt er, die zahlreichen kleinen Fehlerchen verleiden einem gehörig den Spaß mit dem Gerät, wobei an vorderster Stelle die Behäbigkeit des PDA-Teils steht. Ich weiß nicht, Ingo. Aber Ingo war damals... Aber wenn es doch alle sagen. Ja, und Ingo war damals natürlich... Der stand ja voll im Thema. Also wie viel Vergleichs-PDAs hatte ich denn, Tobi? Ja. Null. Also machen wir uns nichts vor, das Ding war teuer genug. So, bei einem Gerätepreis von 2000 DM überrascht es doch, dass Nokia nicht in der Lage war, dem 9210 einen Touchscreen zu spendieren. Der feine Herr. Hat er sich gewünscht, ja? Neumodisches Zeug. So, und auch er sagt, damals in seinem Review, wir verlinken das natürlich, bei dem hohen Gerätepreis sollte man sich fragen, ob man mit einer Lösung aus PDA und separatem Handy nicht besser fährt. Preiswerter ist es allemal. So. Ja. So, fällt mir natürlich ein, ich hatte natürlich zu diesem Zeitpunkt kein Telefon für 2000 Mark, falls jemand das annehmen sollte, dass ich ein 9210 hatte, für das ich 2000 Mark, habe ich nicht gehabt, es war viel später. Ich habe das Gebrauch gekauft. Schmissel, du. Also ich hatte ich immer hier 1 Euro und 1 Mark Telefone, die beim Vertrag mit dabei waren. Von Alcatel. Hatte ich nie. Ich hatte, glaube ich, ein Vertragstelefon. Das war mein allererstes Mobiltelefon und das war von Siemens und Large. Das muss 97, 98 oder irgendwann gewesen sein. Glaube ich, 97, 98, ja. So ein Riesentelefon. Und das war so ein 1-Euro-Telefon, was mit das war. Wahrscheinlich so ein S25 oder irgendwie sowas.
Und da muss man aber dazu sagen, den Vertrag habe ich auch nicht selber bezahlt, den hat meine Tante bezahlt, die bei einem Mobilfunkanbieter arbeitet. Vielen Dank, Marita, falls du zuhörst. Das war echt der Knaller. Da hatten wenig Leute Telefone und ich hatte dann eins. Und da, genau, da war es halt einfach toll genug, dass du überhaupt angerufen werden kannst. Selber anrufen war nicht. Zu teuer. Viel zu teuer. Ja. Okay, kommen wir zu den, wir gehen jetzt so ein bisschen Speedrun durch die Serien von den Nokia Communicators, damit wir damit auch mal fertig werden. Die späteren Modelle waren dann ein 9500 und 9300 und davon gab es auch eine i-Version, wobei das i dann meistens für Improved und gar nicht mal für Internet stand. Die hatten zumindest teilweise dann schon WLAN. Ja, und das ist der, den du gerade in der Hand hattest, wo ich gesagt habe, du sollst mal an der Tastatur rummurkeln, weil ich hatte den auch, ich hatte den 9300 und dann testweise mal 9500 und ich fand diese Tastatur nicht gut. Da waren die Tasten nämlich nicht separiert voneinander, sondern wie so eine Fläche und man musste die ziemlich genau treffen. Fand ich so toll, aber okay. Und das Ding hatte keine Kamera, das 9500er Modell hatte eine Kamera, es gab richtiges Internet und ich habe mir dann aufgeschrieben, was meine Highlights waren. Und mein Highlight, vorher hatte ich ja schon gesagt, dass ich dieses Fax schicken konnte. Und beim 9300 war mein Highlight, dass ich am Strand ein E-Book lesen konnte. Das war so ein gutes kleines Display. Und es gab einen externen GPS-Empfänger, den du per Bluetooth verbinden konntest und konntest dann mit einer Speicherkarte, auf der die Navigationsdaten waren, konntest du irgendwie ich habe das in Berlin mal ausprobiert, konntest ein bisschen navigieren, durch die Häuser hast du halt keinen Empfang gehabt. Aber theoretisch hätte es funktioniert. Aber ich finde, Tastatur ist eine sehr schöne Überleitung zu unserem nächsten Hersteller. Wir kommen gleich zum nächsten Hersteller. Ich mache noch ganz schnell das Ding hier zu. Ich mache den Sack noch zu. Also, es gab dann noch ein E90, das war das Ende. Das war noch ein Aufklapptelefon und das kam 2007. Und auch das hat Ingo getestet und hat ebenfalls immer noch bemängelt, dass es keinen Touchscreen hat. Und das Ding war aber so buggy, also dass tatsächlich auch die Hardware war so schlecht teilweise, dass die Verkäufer damals oder die Netzbetreiber gesagt haben, zwischen 50% und 70% Rückläuferquote. Und rate, ob ich eins habe und rate, ob es noch funktioniert. Ja, nein. Mhm. Das ist gebrickt. Also genau, und dann gab es am Ende noch, ganz am Ende gab es noch ein E7, hieß das dann. Ich habe dann mir dazu notiert, komplett seelenlose Hülle eines Communicators. MeToo-Produkt und 2 Jahre zu spät. Ja, das war wirklich ganz furchtbar. Also, brauchen wir nicht drüber reden. 2 Jahre zu spät ist übrigens auch eine gute Überleitung für unseren nächsten Hersteller. So, und was ist der nächste Hersteller? Also, vielleicht, wir können ja ein Ratespiel machen. Vielleicht kommen die Zuschauer drauf. Die Zuschauer? Zuhörer. Vielleicht kommen die Zuhörer drauf. Es geht um einen Hersteller, der offensichtlich Geräte mit Tastatur hergestellt hat und irgendwann zu spät dran war. Richtig, wir reden über BlackBerry. BlackBerry muss da auch zugezählt werden zu den Herstellern der frühen Smartphones, auch wenn sie vielleicht nicht immer in die eigentliche Definition Smartphone im Sinne von, man kann Software nachinstalliert fallen, aber die waren schon, also die Geräte von denen waren schon smarter, sage ich mal, als viele andere zu der Zeit. Ich habe gleich eine Frage. Ist das nicht ein kanadischer Hersteller? Ja. Wie kommen die dazu, Telefone zu machen? Also ich meine, die wir bis jetzt hatten, das sind tatsächlich große Firmen, die sich mit Technologie auskennen und wo du auch damals zu dem Zeitpunkt schon wusstest, wer die sind. BlackBerry oder BlackBerry Research in Motion. Da hätte doch keiner gesagt. Pass auf, die wurden gegründet 1984 von Mike Lazaridis und Douglas Fragan. Und bestehen also eigentlich schon viel länger, als manche vielleicht denken, weil BlackBerry hat erste Geräte erst in den 90ern rausgebracht. In der Zwischenzeit haben die Modems gebaut. Für andere Hersteller. Die haben Modems produziert und Protokollkonverter. Netzwerkprotokollkonverter. Und hatten entsprechend da das Vorwissen. Und hatten dann irgendwann die Idee, als dann so in den 90ern gab es halt Pager. Und hatten dann die Idee eines Zwei-Wege-Pagers. Das war das Gerät mit dem wunderbaren Namen Interactive Pager, wobei das A in Interactive natürlich ein Ette war, in der offiziellen die 90er. Und der Interactive Pager kam 1996 raus und war ein Zwei-Wege-Pager. Sprich, man konnte auf Nachrichten antworten und nicht, wie es damals eigentlich war, du hast eine Nachricht gekriegt und musstest dann zurückrufen. Und über diesen Interactive Pager, das war so der Einstieg von denen in diesen BlackBerry-Handy,
Smart-Handy-Bereich. Das erste Gerät mit dem Namen BlackBerry kam erst 1999 auf den Markt. So spät? Mhm. Das war das BlackBerry 850, war das erste Gerät mit BlackBerry OS. BlackBerry übrigens, der Name wurde gewählt, den hat tatsächlich eine Agentur für die ausgesucht. Erstmal, weil er sich gut sprach, BlackBerry, was ja auch stimmt. Und wir haben jetzt hier kein BlackBerry, aber wir haben ein mittlerweile leider sehr klebriges Motorola, was aber auch so eine Tastatur hat. Die einzelnen Tasten erinnerten an die quasi Tropfen oder Bubbel von der Brombeere. Ja, ja, ja. Das stimmt auch. BlackBerry, das stimmt. Wir müssen halt kurz beschreiben, für alle Leute, die noch nie im Leben ein originales BlackBerry gesehen haben. Kleiner, eher quadratischer Bildschirm. Mhm. Anfangs auch, meine ich, nicht mal in Farbe wahrscheinlich. Mhm. Und darunter dann aber eine Tastatur, die tatsächlich alle Buchstaben. Ja. Also das Ding war tatsächlich, so wie du gesagt hast, ne? Wenn man drauf guckt, würde man sagen, okay, das ist zum SMSen oder beziehungsweise zum Nachrichtenschreiben gemacht. Und der Telefonanteil, klar, der ist irgendwie da, aber es sagt eindeutig, ich möchte, hier sollen irgendwie Nachrichten mitgeschrieben werden. Genau. Und das, was BlackBerry so besonders gemacht haben zu der Zeit, war nicht, dass man SMS-Nachrichten damit gut tippen konnte. Das konnte man auch mit anderen Handys, zwar dann halt mit T9, also dieser Buchstabeneingabe über eine Nummerntastatur, sondern halt mit bei BlackBerry dann halt mit einer richtigen Tastatur. Aber das Besondere war, dass sie Push-E-Mail-Dienste hatten. Sprich, du konntest mit dem Ding nicht nur E-Mails verschicken, sondern hast sie halt auch, wenn du auf deinem Konto eine E-Mail gekriegt hast, hast du eine Benachrichtigung gekriegt, hier, du hast eine neue E-Mail. Und musstest nicht dich irgendwie einwählen und erst abrufen, sondern die hatten einen Push-E-Mail-Service. Der lief über Exchange-Server, die bei ihnen in Kanada an zwei Standorten standen, oder an einem Standort, glaube ich, in Waterloo. Waterloo waren die in Ontario. Eigene Server-Software auf Exchange-Servern, mein Gott. das war halt so der Knaller, weil so eine SMS hatte damals halt, wie viele Zeichen hatte eine SMS? Irgendwie 60? Wenig, ja. Wenig ja, Zeichen. Ja. Und E-Mail gab es halt natürlich schon Ende der 90er, aber E-Mail mobil war dann halt immer so, ja, man musste dann irgendwie abrufen und sowas. Und da war halt, und das war halt der Knaller für Geschäftsleute. Wenn du eine E-Mail gekriegt hast, hat es bubum gemacht, du guckst drauf, hast deine E-Mail, kannst antworten, so wie man es heute eigentlich von einem Smartphone auch kennt. Und das war dann halt auch die Nutzergruppe. Geschäftsleute, die viel unterwegs waren, die immer erreichbar sein mussten, dann nicht mehr zwingenderweise über Fax, sondern halt über E-Mail, weil es war Ende der 90er. Da hatte sich die E-Mail dann schon doch deutlich besser durchgesetzt. Und das war das Ding, was BlackBerry hatte, was zu der Zeit eigentlich kein anderer hatte. Zuverlässiger, zumindest von Ihnen gesagt, zuverlässiger Push-E-Mail-Service. Und die Leute haben das geliebt. Also jede Business-Person lief mit dem Ding rum. Es gab den Begriff Crackberry, weil die da ständig drauf gucken, ob jetzt eine Mail da war. Und ich habe gerade festgestellt, es gibt tatsächlich immer noch die Newsseite crackberry.com, die immer noch Tech-News macht. Also es war wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, weil sie im Rahmen der damaligen Möglichkeiten, die auch das Mobilfunknetz geboten hat, extrem viel rausgeholt haben durch ihre Erfahrungen halt, die sie seit 1984 angesammelt haben in Komprimierung, Netzwerkübertragungstechnik. Da haben die unheimlich viel Ahnung und Wissen gehabt, was sie zu ihrem Vorteil nutzen konnten. Starke Nutzung im geschäftlichen Bereich. Ich glaube, im privaten Bereich, also alle BlackBerry-Nutzer, die ich kannte so in den 2000ern, die hatten alle ein BlackBerry als Geschäftsgerät. Ich kannte eigentlich niemanden, der privaten BlackBerry benutzt hat. Weil du hast BlackBerries in der Regel auch in Deutschland, auch in den USA immer nur bei Providern gekriegt mit entsprechenden Verträgen, die nicht günstig waren, weil das waren halt spezielle Verträge für BlackBerry. In den USA war das dann später Verizon und der Vorgänger von Verizon war AT&T, glaube ich. AT&T war das. Die haben halt exklusiv bei denen das gehabt. Und es basierte halt alles, und das war halt dann auch so ein bisschen die Schwachstelle, es basierte alles auf ihren Servern. Also das stand und fiel mit den Servern. Es gab auch in der Geschichte von BlackBerry immer mehr einzelne Outages, also wie Blackouts, wo dann bei denen die Server abgeschmiert sind und dann teilweise nur in Nordamerika, teilweise auch weltweit. Es gab 2011 einen
ein Ausfall, wo weltweit, ich glaube, 2 oder 3 Tage lang der Push-E-Mail-Dienst halt nicht funktioniert hat. Weil die Server Probleme hatten und bis die behoben waren, hat das System halt nicht funktioniert. Die sind dann auch schon in den frühen 2000ern schon so ein bisschen an ihr Limit gekommen, wo sie dann auch festgestellt haben, okay, wir können jetzt eigentlich nicht mehr Geräte verkaufen für das Netz, was wir haben, weil unsere Server, unser Netz schafft halt nur so viele Nutzer gleichzeitig. Also es war immer so ein bisschen Ringen mit der Technik dahinter, die haben sie dann immer erweitert und waren sehr erfolgreich, hatten 2010 war so ihr Peak, also selbst noch 3 Jahre nach Einführung des iPhones hatten die einen Marktanteil von 20%, was ziemlich viel war, wenn man bedenkt, dass es damals auch noch solche Player wie Nokia gab und das iPhone auch schon 3 Jahre fast alt war. Aber das iPhone hat den natürlich ordentlich zugesetzt. Es gibt, für alle unsere Zuhörer, die das Thema interessiert, es gibt einen sehr, sehr schönen Film, jetzt glaube ich sogar erst vom letzten Jahr, BlackBerry heißt der, glaube ich, auch einfach nur, das halt ein sag ich mal, eine Dramedy über die ganze Geschichte von BlackBerry. Da ist ganz interessant, haben die Protagonisten, die da dargestellt werden, haben zum Teil gesagt, okay, das haut jetzt an einigen Stellen, haut es nicht so ganz hin, ist es halt sehr dramatisiert oder halt für einen Spielfilm gemacht. Ganz interessant ist, ein Player, ein Manager namens Belcilli, der war sehr, den haben sie damals quasi, der hat Mike Lazaridis und Douglas Fagan haben den hinzugeholt, weil die halt keine Ahnung hatten, sowas Marketing und wie man sich halt vernünftig präsentiert und vorstellt und halt Partner gewinnt. Und da haben sie diesen Belcilli, der halt sehr erfahrener Manager, der ein sehr erfahrener Manager war, dazugeholt. Und der wird in dem Spielfilm halt als extrem kaltblütig und manipulierend dargestellt, was er ja wohl in echt nicht gewesen ist. Aber interessanterweise sagt er selbst, Belcilli sagt selbst, dass das halt nicht so ganz stimmt. Aber gleichzeitig meint er, fand er den Film total gut, voll unterhaltsam und der Schauspieler, der ihn dargestellt hat, den fand er total super. Also es muss man so, wie glaube ich viele von solchen Mockumentary-Filmen, muss man halt so ein bisschen natürlich mit Vorsicht betrachten, weil der Film ist super cool gemacht und zeigt halt auch so ein bisschen so die Hintergründe und zeigt glaube ich auch tatsächlich ganz gut, wie das iPhone dieses Geschäftskonzept halt kaputt gemacht hat. Weil das iPhone hatte ein Touchscreen, war von der Bedienung her für Leute, die halt auch nicht unbedingt an BlackBerry gewöhnt sind, halt auch viel intuitiver. BlackBerry hatte halt lange Zeit gar kein Touchscreen, sondern halt nur die Tastatur und dann hatten die so ein kleines Drehrad, was direkt unterm Display in der Mitte angebracht wurde. Damit konnte man dann, was zu der Zeit tatsächlich sehr cool war, du konntest halt einfach durch deine ganzen Nachrichten durchscrollen und das, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ging das super schnell und war ein super gutes System. Aber natürlich, so ein Touchscreen ist dann nochmal was anderes. Das iPhone hat dann auch Datentarife angeboten. Das heißt, du warst nicht mehr auf diesen Push-E-Mail-Server angewiesen. Du hattest dann halt einfach dein normales iPhone E-Mail-Programm, was das dann halt auch konnte. Und so haben die denen so langsam aber sicher den Markt abgegraben. Ich glaube, die haben am Ende ihr Verkaufsargument dann meistens noch so Sicherheitstechnik, ne? Dass du halt, genau, dass du als also Business erst war ihr Verkaufsargument, dass ja der dass sie ja den Touchball gegen ein Touchpad austauschen, das sei viel besser als ein Touchscreen, was die Kunden jetzt nicht so fanden. Und so ging's langsam bergab. Also ab 2010 in den USA schon, international lief's dann noch, was wahrscheinlich auch daran lag, dass das iPhone erstmal, glaube ich, auch sowieso erstmal nur sehr teuer war. Nee. Und auch international sehr teuer. 2012 hatte BlackBerry noch 79 Millionen Nutzer weltweit, aber nur noch 9 Millionen in den USA. Und der Anschluss an iPhones und auch Android-Smartphones, dann wurde schlicht und ergreifend verpasst. Die haben zu lange auf dieses Tastaturkonzept gesetzt, ignorierend, dass Software-Tastaturen immer besser wurden. BlackBerry hat sich dann noch umbenannt. Die Firma hieß ja eigentlich Research and Motion, also RIM, haben sich dann in BlackBerry umbenannt, was durchaus, finde ich, sinnvoll war, weil das war das Produkt,
was man kannte. Haben es dann auch versucht mit Geräten mit Touchscreen, erst in Kombination Touchscreen und Tastatur. Dann hatten sie ein Gerät mit Tastatur und einem größeren Touchscreen, das Passport. Das hatte halt die Form von einem Pass. Später gab es dann auch mit dem, ich glaube C10 hieß es, gab es dann auch ein komplettes Touchscreen-Modell ohne Tastatur. Da gab es dann das Q10 mit Tastatur und das Z10 ohne Tastatur, was aber alles noch mit dem BlackBerry-Betriebssystem lief, was sie dann später dann nochmal neu entwickelt haben, auf QNX basiert. Das war eigentlich ein ganz cooles System, weil bei BlackBerry gab es immer den sogenannten Hub, wo alle Nachrichten reingekommen sind, also E-Mail, SMS, App-Benachrichtigung, das war alles in diesem Hub, den konnte man dann so aufwischen. Bei dem QNX-System hat man so von rechts auf und hat alles auf einen Blick gehabt. QNX haben sie dann irgendwann auch eingeschampft, also ihr eigenes BlackBerry OS, und sind dann auf Android umgeschwenkt, und so bergab ging es dann so ab Mitte der 2010er, wo sie dann gesagt haben, okay, ich glaube 2016, wir stellen keine eigenen Geräte her, wir lizenzieren den Namen an verschiedene Unternehmen in der Welt für den jeweiligen Markt. In Deutschland kam dann auch von TCL aus China hergestellte Geräte unter dem Namen BlackBerry auf dem Markt, die dann teilweise auch noch Tastaturen hatten, aber Android-basiert waren, aber nicht mehr an diesen Erfolg anknüpfen konnten, weil auch so ein bisschen dieses Argument, also die Hauptargumente sind halt weggefallen, Push-E-Mail-Dienst und Tastatur, weil die BlackBerry-Tastatur war in der ersten Hälfte der 2000er sehr gut, deutlich besser als andere Display-Tastaturen zu der Zeit, aber Mitte der 2010er mögen mir jetzt die Zuhörer, die gerne physische Tastaturen haben, verzeihen, aber war das Thema, glaube ich, gegessen, weil einfach Display-Tastaturen so gut waren, dass man sich da halt nicht mehr dauernd vertippt hat und man eigentlich keine physische Tastatur mehr brauchte. Tobi, hattest du mal, ich glaube, ich kann mir die Antwort schon denken, weil du hast das so ein bisschen angedeutet, hast du mal ein BlackBerry gehabt privat? Privat nicht, nein. Also auch dienstlich nicht. Also als ich... als ich bei Golem angefangen habe, 2012, ich hatte halt nie einen Dienst, also wirklich ein Diensttelefon. Oder hätte ich theoretisch noch ein BlackBerry haben können, aber nee, hatte ich nie. Ich hatte dann später die BlackBerries getestet, als sie dann ich wollte gerade sagen, die letzten C10, BlackBerries C10. Haben wir ja noch bekommen hier. Ich hatte tatsächlich in der damaligen Zeit einmal für sehr kurze Zeit ein BlackBerry, einfach nur deshalb, weil es mir im Secondhand-Laden für 70 Euro in die Tasche gefallen ist. Es war so billig, Tobi. Ich habe es gesehen und dachte, ich habe noch nie ein BlackBerry gehabt, da kaufe ich das jetzt einfach. Wir haben, glaube ich, hier sogar noch eins. Wir haben nämlich irgendwann in der Mitte der 2010er, ich glaube 2015, hat BlackBerry nochmal das BlackBerry Classic rausgebracht. Das war quasi so wie die, im Grunde genau das gleiche wie die damalige Bolt-Serie. Also wirklich ein klassisches BlackBerry mit quadratischem Bildschirm, Tastatur, Nupsi. Das haben wir dann auch noch, ich weiß aber gar nicht, ob wir das noch getestet haben. Also ich weiß, dass das, was ich damals hatte, das war tatsächlich, das hatte einen winzigen, das war die Billig-Serie. Die hatten zwischendurch, du hast das gerade so gesagt, natürlich klar, die richteten sich so an Business-Leute, aber die haben auch kleine, ich meine, dass es blau war, sehr preiswerte Geräte hergestellt, die auch so ein paar Grundfunktionen hatten. Und wie du so schön gesagt hast, der ganze Deal an dem Ding war ja, dass du da deine E-Mails, und ja, ich hatte diesen Vertrag aber ja nicht. Also deswegen war das Ding auch so billig. Weil du konntest damit eigentlich... Billig und nutzlos. Du konntest wirklich gar nichts damit machen. Konntest ein bisschen telefonieren. Ohne Vertrag ging dann nichts. Also man brauchte, war auch eine Zeit... Und das ist halt auch der Grund, warum es so teuer war, weil man es halt nur mit diesem teuren Vertrag gekriegt hat. Weswegen es für Privatnutzer, glaube ich, sehr unattraktiv war. Das war sehr, also ich fand das nett als Telefon so, aber jetzt auch nicht wirklich, also genau, und dabei für 70 Euro, ich wollte es halt ausprobieren. Ich glaube, ich habe es danach dann auch irgendwie, ich weiß nicht, was ich dann damit angestellt habe. Was wir eigentlich jetzt noch machen wollten, war so ein bisschen auf ein weiteres Nokia-Gerät einzugehen. Das ist aber nicht schlimm, dass wir das jetzt nicht machen, weil ich bewerbe damit, dass wir dazu, ich habe dazu einen Artikel geschrieben. Mhm. Und zwar, was wir nämlich leider jetzt nicht erwähnen, ist das N900, was natürlich das smarte Smartphone war, weil es praktisch ein Computer im Taschenformat war. Ich möchte dazu kurz eine Anekdote noch erzählen zum Nokia N900. Ja. Als 2013 das Jolla-Phone vorgestellt wurde, bin ich nach Helsinki geflogen und habe es beim Launch-Event dort, wo alle Vorbesteller, wir hatten das einfach ganz regulär vorbestellt, sich abholen konnten, mir abgeholt. Und ich stand in einer Reihe, in einer langen Schlange auf einem großen Platz in Helsinki. Es war irgendwann November, es war schon relativ kalt, oder Dezember irgendwie. Es war, glaube ich, nicht mehr so warm. Und stand in einer Schlange voller finnischer Nerds,
die sich alle wie kleine Kinder gefreut haben, dass dieses Jolla-Phone rausgekommen ist und meinten alle, ach, endlich habe ich einen Ersatz für meinen Nokia N900. Das fand ich so, so niedlich, weil das da ja schon irgendwie 4 Jahre alt war. Ja. Und die alle so, nein, ich habe bisher keinen Ersatz gefunden für mein N900. Und jetzt habe ich endlich einen Ersatz für mein N900. Wir sagen jetzt, dann sagen wir jetzt ganz kurz was zum N900. Ein Linux-basiertes Smartphone von Nokia, das tatsächlich aus einer Reihe, das hatte ich auch komplett vergessen, aus einer Reihe von Internet-Tablets stammte. Tobi, kannst du dich an die Nokia-Tablets erinnern? Also, Tablet hört sich jetzt so, ich glaube, wer an Tablet denkt, hat da so ein Bild vor Augen. Das Ding, die Dinger sahen null aus, wie man sich heute ein Tablet vorstellt. Das sind kleine, klitzekleine Kästchen, die sich mit dem Internet verbinden, teilweise über WLAN, teilweise wahrscheinlich nicht. Und aus dieser Tradition entstand dann halt tatsächlich ein Maemo-Linux-basiertes Gerät, das als Multitasking, Multimedia, Multikommunikationsgerät der Oberklasse vermarktet werden sollte. Was es auch war, weil irgendwie da war alles drin, was man damals so ungefähr haben konnte. Und es lief auch noch ein Linux drauf, was bedeutete, dass man da selber alles mitmachen konnte. Allerdings war die Zielgruppe zwischen den Leuten, die halt diesen ganzen Multimedia-Kram haben wollten und wo du sagen würdest, ein Smartphone als cooles Konsumgerät für Medien und so weiter, Spielgerät und so weiter. Und dann aber diese Hardcore-Linux-Geschichte, mach, was du willst und schreib auf dem Ding in einem Terminal. Ich glaube, die Überschneidung, das war jetzt nicht so doll. Also ne, die einen waren so, und ich glaube, für die Multimedia-Crew war es einfach noch nicht weit genug. Und demzufolge, ja, wurde das dann das totale Nerd. Die totale Nerdkiste, ja, dieses N900. Und das Jolla-Phone lief ja dann mit Sailfish OS, was halt aus Maemo, Migo entstanden ist. Deswegen haben die sich alle wie die Cola-Kekse gefreut. Ja, weil das war tatsächlich, also mein Bruder hatte eben auch eins und das zum Glück hat er das immer noch gehabt, weil so konnte ich das jetzt benutzen, um den Artikel zu schreiben und hatte das dann auch. Es ist halt einfach ein Telefon, was den Leuten ans Herzen gewachsen ist. Was mich zu dem Punkt führt, Tobi, einerseits den Punkt, dass wir ganz viele Telefone nicht erwähnen konnten, weil zum Beispiel hatte ich mir noch aufgeschrieben, die Telefone von Ericsson und Sony Ericsson, weil wie wir am Anfang erwähnt haben, hat ja Ericsson das erste Smartphone vorgestellt. Sie haben aber tatsächlich als Sony Ericsson dann auch noch Smartphones hergestellt. Das können wir jetzt nicht machen. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss. Wir haben einen kleinen Abriss. Wer mehr wissen möchte, wie es dann mit Nokia nach dem N900 weiterging, kann ja unseren Nokia-Podcast. Den Nokia-Podcast hören. Da haben wir das alles schön aufgedröselt. Es sind so schöne Sachen, auch diese Telefone. Ich wollte aber nochmal darauf zurück. Was war denn dein... Also, dass Telefone in der alten Zeit irgendwie interessanter waren. Also, weißt du, was ich meine? Sie hatten halt so Funktionen. Und teilweise, ich meine, die Funktionen waren teilweise, hast du dann gelesen, okay, es hat 30 Klingeltöne. Das war ein Feature damals. Polyphone Klingeltöne. Was war dein Lieblingstelefon aus der alten Zeit? Und hattest du ein Smartphone damals? Ah, hast du, glaube ich, schon gesagt. Mein Lieblingstelefon aus der Zeit, ich weiß nicht, ob es als Smartphone zählt, aber ich hatte das XDA Mini. Ja, ist ein Smartphone, finde ich schon. Das ist schon ein Smartphone. Das war dann so, dass ich hatte erst so die klassische Handy-Laufbahn ohne Nokia. Ich hatte immer Siemens-Handys, so Siemens S25, dann irgendwie dieses M35, was so ein bisschen outdoorig war, die hatte ich immer. Und dann bin ich zu dem XDA Mini. Und das fand ich damals schon ziemlich cool. Das war ziemlich advanced. Das gab es mit dem O2-Vertrag, glaube ich. Genau, über O2. Die haben Riesenwerbung gemacht. Und war halt mit Windows CE und eigentlich vollkommen furchtbar. Aber im Vergleich zu einem Siemens-Handy halt schon sehr cool. Das ist, was ich meine. Wir hatten ja nichts in der schweren Zeit. Du konntest das ja nicht vergleichen. Wir hatten nichts. Und so ein kleines Sony Ericsson, was hier noch so rumfliegt, so eins hatte ich auch zwischendrin mal, aber dieses XDA Mini fand ich schon, das war schon das Coolste. Und dann bin ich, glaube ich, von dem XDA Mini, ach doch, Nokia hatte ich zwischendrin auch mal. Ich hatte ein Nokia aus dieser E-Serie, das war so deren Business-Serie, aber auch so ein normaler Handyknochen, aber sehr klein, sehr flach, mit Metallrückseite, sehr edel, das war auch ganz cool. Und dann hatte ich das XDA Mini und dann war mein erstes Android-Smartphone, mein erstes Smartphone, wie man es so heute nennen würde, Android-Smartphone war irgendein ganz furchtbar billiges von LG mit einem
resistiven Bildschirm. Und das LG Prada. Und nee, das war nicht das Prada. Ich weiß, es hatte, glaube ich, nicht mal einen eigenen Namen, es hatte einfach nur so eine Nummer und lief mit Android 2.1, das weiß ich noch, da gab es noch das Update auf 2.1. Im Jahr 2011. Das war relativ spät, das war so 2000, na, was heißt relativ spät, das war eigentlich relativ früh, das war so 2008, 2009. Du, das ist schon sehr lange her inzwischen. Alles ist sehr lange her. In dem Dreh. Also ich weiß, dass damals eben diese Telefone, so wie du es auch gesagt hast, die dass die halt auch klein waren. Killer-Feature vielleicht für mich war dann tatsächlich Internet. Das war schon cool. Internet dann auf dem Telefon hat. Aber davor waren die Telefone, sollten klein sein, sollten irgendwie so eine Handschmeichler sein. Genau, war ein Telefon. Da war eine Taschenlampe schon ein geiles Feature. Ja, oder eben zum Beispiel, mein Lieblingstelefon war das Sony, da musste ich jetzt erstmal nochmal nachsuchen eine ganze Weile, bis ich diese Bezeichnung dann gefunden habe, das CMDJ5. Da konntest du eigene Telefone als Sample aufnehmen, was halt einfach klang wie ein Mittelwellenradio dann, wo der Lautsprecher kaputt ist danach. Aber du konntest das machen. Damit konntest du unendlich viele Telefone Klingeltöne haben, statt nur 30. Und das Ding war total leicht und ganz flach und du konntest es so in die Tasche. Das hat so. Und dann hatte ich ebenfalls von Siemens, da muss ich auch nochmal nachgucken, was daraus eigentlich geworden ist, ein winziges Telefon, das leider in allen Punkten schlecht war. Ja, versagt hat. Es gab eine Serie von Siemens, die hieß Xelibri. Ja. Und es sollte eine Modeserie sein. Ja, ganz schlimm. Und da hatten sie sich überlegt, dass die Telefone Modeaccessoires sind. Mhm. Und das Geile ist, ich habe da nochmal nachgeguckt, der Produktmanager von Siemens damals hat gesagt, ja, 60% der Welt braucht so ein Celebri nicht. Aber die anderen 40%, die Design als Top-Priorität haben, die wollen das haben. Stellt sich raus, 0% wollen einfach ein kleines Gerät, das nicht funktioniert, als das, was es eigentlich funktioniert. Aber wenn es doch schön aussieht. Ich habe es gekauft, Tobi. Siehst du? Ich hatte so ein Ding. 0% so, von weißt wegen. Du? Und du konntest damit... Du Designopfer. Ja, ich weiß nicht mehr. Und ich hab telefoniert mit mein erster Anruf und die Gegenseite meinte, ich kann dich nicht verstehen. Und ich dachte, ach du Scheiße. Und dann war die Tastatur aber so winzig, dass du auch keine... Es gab ja immer mal wieder so hier Designvorstöße, nicht nur von Siemens. Ich erinnere mich auch noch von auch Samsung und später und Nokia auch. Und da gab es dann diese Geschichten mit, dass Nokia dieses eine Handy hatte, was die Tasten in einem Kreis angeordnet hat. Was auch völliger Siemens Fail war, weil natürlich muss umgewöhnt Schwachsinn. Also wirklich, wenn man nur Telefonnummern tippt, okay, aber das hat ja damals keiner gemacht. Nein, es wurde SMS, bis die Daumen geglüht haben. Nein, du musst das so sehen. Du gehst immer nur ran, weil du bist so wichtig, dass die Leute dich anrufen. Du brauchst diese Tastatur. Oder diese Lipstick-Serie, die war doch auch von Nokia, glaube ich. Auch furchtbar. Also, so. Zum Ende hin, ihr merkt schon, wir haben das total gut vorbereitet, dass Ende. Alles über Siemens-Telefone lest ihr natürlich auf golem.de, wenn es mal wieder irgendwas gibt dazu. Ansonsten natürlich IT-Nachrichten über Siemens-Telefone. Oder Bosch. Bosch, die haben tolle Telefone. Bosch-Telefone, Siemens-Telefone, Saba. Es gab, glaube ich, gab doch diese französische, ist nicht Alcatel. Alcatel-Telefone. Hatten meine Eltern. Sagem hieß die Firma, nicht Saba. Sagem. Ja, die hatten auch so ein Klapptelefon. Ja. Naja. Oh Gott. Nein, wir machen, glaube ich, nicht noch eine Folge zu alten Telefonen. Aber wenn es Vorschläge gibt für Themen, zum Beispiel alte Telefone. Wenn ihr alte Telefone wollt, dann sagt Bescheid. Dann podcast@godem.de. Alle Nachrichten zu IT und Telefonen, auch von Tobias Kölsch geschrieben, lest ihr natürlich auf golem.de. Das war die Folge 100. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.